Tagelang haben sich die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland auf der Halbinsel Krim zugespitzt. Nun richten sich alle Augen nach Paris. Dort diskutieren zahlreiche Außenminister über einen diplomatischen Ausweg aus der Krise. Dabei ist US-Außenminister John Kerry, der mit seinem ukrainischen Kollegen direkt aus Kiew nach Paris kommt. Der ukrainische Außenminister begrüßt, dass in Paris alle Konfliktparteien miteinander sprechen. Wir sind dankbar für die Kontakte hier und wir freuen uns über die Gespräche auf allen Ebenen. Wir wollen aber auch sichergehen, dass hier keine Entscheidungen über die Zukunft der Ukraine ohne die Ukrainer gefällt werden. Während die USA damit drohen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, zweifeln viele Europäer am Sinn solcher Boykottmaßnahmen. Wirtschaftlich sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Wenn die USA wirklich Sanktionen verhängen wollen, die Russland wehtun, müssen wir die Europäer mit an Bord holen. Aber es gibt in Europa keine stabile Koalition für solche Boykottmaßnahmen, wie wir sie wollen. Die EU ihrerseits gibt bekannt, der Ukraine zunächst mit Hilfen in Höhe von mindestens 11 Milliarden Euro beistehen zu wollen. Die Krise verschärft die Haushaltsprobleme des Landes dramatisch. In Paris sprechen Russland und die Ukraine zumindest wieder miteinander. Moskau hatte dies zunächst abgelehnt und erklärt, die neue Regierung in Kiew sei durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen und deshalb illegitim.